Wunderschönen guten Morgen, Lok. Ich höre jetzt mal regionale Pizza, die teste ich jetzt. Einmal heißt die La Bonda und einmal Trüffelina. Die werden wir jetzt auch testen danach. Ich guck mal, dass ich das jetzt auf die Schnelle abhole und dann natürlich bezahle. And now a bit of Geld abheben. Ich bezahle der Bar. Wer weiß, ob der Pizzamann mit Karte ob man da mit Karte bezahlen kann. Ja, ist übrigens in Rochlitz der Pizza, die Pizzeria. Wir werden später noch drauf eingehen. So, jetzt kann ich mit 30 Euro winken. Ich hoffe, das reicht für zwei Pizzen. Wenn nicht, dann stimmt irgendwas nicht. Ey, yo. Zwei große Pizzen und zwei Stück Pflaumenkuchen. Knapp 30 Euro. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich glaube, ich bin schuld mit meinen Trüffel-Sonderwünschen. Ja, wir werden sie mal bloß mal vorsichtshalber für euch aufklappen. Essen tun wir sie dann, zumindest eine davon. Vielleicht schnappe ich mir, oh, meine Trüffel. Ach, nee, das sind Oliven. Ja, ich bin so Trüffel-Fan. Natürlich ist das Zeug teuer, aber hallo. Aber jetzt kommen, what the, die, ich hab meine reingerotzt. Oh, nee, ist aber eh meine. Stoffe reinrotzen, es ist meine. Also ich am besten, ich fahre wieder in den Urlaub, da komme ich günstiger. 30 Euro, zwei Pizzen. Na gut, meine Trüffelpizza wahrscheinlich. Wird in meiner Trüffelpizza liegen. Ja, aber trotzdem. Ja, na gut, vielleicht ist mein Urteil dann umso krasser. Wir sehen uns dann, ja, die regionale Rochlitzer Pizza und zwei Pflaumenstückchen. Hier können Sie 30 Euro, wenn man davon lebt, überlegt mal. 30 Euro am Tag, 10 Tage 300, 900 Euro im Monat, wenn man immer dasselbe isst. Ja gut, das ist hypothetisch. Ja. Vor dem Urlaub ist nach dem Urlaub. So. Nee, das war nicht so. Einen wunderschönen guten Morgen zurück. Wir haben die Pizza. Beide von beiden etwas. Ich meine, es wurde alles vergeben, was vergeben werden sollte, wollte und es wollte niemand mehr haben. Also habe ich jetzt den größten Teil für mich. Wir fangen mal mit der La Bonita an. Die ist, glaube ich, original. Da heißt auch dieser Pizzamann. Noch jetzt. Und werden wir jetzt testen. Mhm. Ja. Mhm. 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 Schöner weicher Teig. Alter. Rand ist okay. Ich bin zwar nicht für Ränder, aber der ist auch nicht so hart. Mann. Okay. Sieht auf jeden Fall 9,1 Bewertung. Diese. La Bonta. La Banta. La Bonta. La Bonta. 9,1 zur Bewertung auf jeden Fall. Feines Stück genießen. Genuss. Bella Italia. Bella Rochlitz. Okay. Dazu einen feinen Eiskaffee. Ich mache jetzt Stopp. Und jetzt tue ich zu meinem Favoriten. Trüffelo. Fantastico. Oh. Das ist Aroma. Alter.
maximal. Also, dass der Jenermann die Trüffel drin hat, Alter, die sollen die ruhig behalten. Bitte behalte die Pizza. Ich muss es nächstes Mal. Dann bezahle ich halt wieder mal ein bisschen mehr, aber. Bist du die Wespe? Schmeichtrüffel. Okay. Definitiv. Beste Pizza, die ich jemals gegessen habe. Höchste Bewertung, doch, von mir. Man sollte es nicht steigern und so, weil noch Luft nach oben sein soll. 9,85 ES-Punkte. Ja, definitiv. Ich mache noch die 5er dahinter, damit es obenrum noch ein bisschen noch mehr Spiel wird. 9,85 ES-Punkte. Ja. Okay. Du bist meine Lieblingspizza und wohnst nicht weit weg. Ich muss nicht nach Italien fahren. Fantastico. Doch, Alter. Aber teuer. Ich kenne den Preis dieser Pizza jetzt nicht, aber die wird die andere im weit übersteigen. Ja, so isst man nicht und bla bla bla. Aber ich bin out of space. Fantastico. Geht zu La Bonta in Rochels, wenn ihr noch in Rochels seid, einmal. Okay. Sie machen gut. Irgendwo angesiedelt zwischen 8,5, 8,7, 8,9. Vielleicht hab ich 9,1 gesagt, ja. This pizza saved my day. Ich fühle mich so italienisch. Und das zu Hause. So was bedeuten. Okay. Mafia-Bosse würden nach Rochlitz kommen dafür. Würde ich mal so behaupten. Ah, ich bin fast sprachlos. Aber nur fast. Mit diesem letzten feinen Biss und viel Käse verabschiede ich mich. Ja, du kriegst auch noch was cool. Das sind Verwandte von denen. Tut mir leid. So, Mr. Ayers ist raus. Ich wünsche euch einen schönen guten Urlaub. Und nächster Urlaub ist für euch Rochlitz.